Willkommen zum zweiten Pitch des Tages und ich begrüße Hubert Ketterer von Byte. Hallo Hubert. Hallo Udo. Du bist soweit bekannt, denke ich, Geschäftsführer von Byte, auch seit mehr als 14 Jahren im Markt. Byte steht im Übrigen für Business IT Engineers. Und ihr seht euch als Experten, die sich auf die Entwicklung von Recruiting-Software spezialisiert haben. Und da absoluter Fokus auf die Bewerber-Management-Software, die wir im Übrigen auch benutzen und die einen während des kompletten Recruiting-Prozesses gut begleiten kann. Von der Erstellung bis zur Veröffentlichung der Anzeigen, bis zur Bewerberverwaltung, Beurteilung, Auswahl geeigneter Kandidaten. Und ihr lasst euch immer relativ viel coole neue Sachen einfallen. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, die Einführung von Need. Wer es verpasst hat, gibt es als On-Demand-Video bei uns auf der Webseite. Heute hast du einen Klassiker, die perfekte Stellenausschreibung, allerdings mit dem Stellenchecker von Byte. Und auch du hast 100 Sekunden ab jetzt. Super, danke schön. Wie schreibe ich die perfekte Stellenausschreibung? Richtig, mit Wörtern. Und jedes Wort ist entscheidend für Ihren Erfolg. Deshalb stellen wir uns doch die Frage, welche Informationen erwarten denn meine Zielgruppen? Welche Sätze soll ich in die Stellenausschreibung reinformulieren? Soll ich viel? Soll ich wenig Text schreiben? Soll ich einfache oder formelle Formulierungen verwenden? Genau, für all diese Fragen haben Sie durch Finet die Lösung. Jetzt müssen Sie nur noch Schlagworte, einzelne Begriffe, Themen reingeben und erhalten vollständig formulierte Sätze, die Ihre Zielgruppe ansprechen. Mögliche Schlagworte sind Büroausstattung, Arbeitszeiten, Berufserfahrung, Gehalt oder jobrelevante Themen wie Budget, Projekterfahrung etc. pp. Das heißt, somit würden auch Barrieren bezüglich falscher Wortwahl reduziert, auf die Gender-Thematik wird geachtet und ich ziehe sowohl Frauen als auch Männer durch geschlechtsneutrale Formulierungen gleichbedeutend an. Ein Beispiel: Arbeitszeiten eingetippt. Und nutzen Sie unsere flexiblen Arbeitszeiten für sich, um in der besten Art zu arbeiten. Wir bieten einen Rahmen von etwa 50% Remote und 50% Büroarbeit, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Haben Sie vollständig als Text erhalten. Okay, das sollte einige Fragen produzieren, gehe ich von aus. Ich werfe meinen 3-Minuten-Timer an. Ich finde es ja spannend. Eine Frage von mir. Ihr habt immer viel Is in euren Namen. Warum heißt das Ding Finit? Finish it with Finet. Alles klar. Okay, aber Ja, das schon mal geklärt. Technologie, also IT, wir verstehen uns in der Tat als IT-Unternehmen und versuchen durch Technologie unseren Kunden zu helfen. Und hier kommt das Thema NLP und NLU, also maschinenlernende Sprache, hin zur Anwendung, wo wir einfach den Recruiterinnen und Recruiter im Alltag Zeit bringen wollen, sich auf das Wesentliche, auf gute Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber zu konzentrieren. Diesmal kommt die Kostenfrage zuerst mit einem dicken Smiley im Fragenkatalog. Also, was kostet der Spaß? Wie immer, ist abhängig von der Anzahl an Stellenausschreibungen, die natürlich im Jahr realisieren will. Wenn es jetzt, sage ich mal, 20 oder 50 Stellenausschreibungen sind, habe ich einen anderen Preis, wie wenn ich 2000 oder 3000 Stellenausschreibungen erstelle. Also es geht üblicherweise bei 500 bis 700 € pro Jahr los und nach Open End ist oder nach offen, nach oben ist keine Grenze gelegt. Ist das, aber das ist ein Modul von eurer Bewerbermanagement-Software oder kann ich das völlig unabhängig benutzen? Aktuell ausschließlich in unserer ATS-Suite, aber wir werden uns auch öffnen für andere ATS. Genauso wie im Finet-Bereich. Da haben wir bereits so große Unternehmen mit 3 Buchstaben ein Stück weit angebunden, die auf den Recruiting-Assistenten Need setzen.
wird man hier in dem Bereich auch tun, dass wir anderen ATS und anderen Kunden mit einer anderen IT-Infrastruktur die Möglichkeiten bieten wollen. Aber Stand heute in der Tat in unserer ATS-Suite enthalten. Jetzt kommt hier, kann ich als Kunde eigene Regeln hinterlegen, ne? Entspricht auch so unserem Duktus, weil wir natürlich für Kunden auch sehr viel Standardtexte generieren. Kann man die dann selbst einspielen? Ja, das geht, klar. Und wie funktioniert dieses Vorschlagen grundsätzlich? Datenbank logisch dahinter, lernt die, erweitert die sich permanent? Oder? Genau, die lernt permanent hinzu. Wir haben ja Stand heute, haben wir, also year to date, sage ich mal, mehr wie eine 250.000 Stellenausschreibungen durch unsere Kunden live gebracht. So. Und Stellenausschreibungen sind inhaltlich unterschiedlich, gestalterisch unterschiedlich, dennoch gleichen sie sich. Also das bedeutet, das ganze Modell ist trainiert worden über viele Jahre lang und lernt natürlich auf den Kundenbedarf weiter. Machine Learning. Alright. Okay, Hubert, vielen Dank. Dir weiter alles Gute. Wir sind ja eh immer im engen Austausch. Wir sehen uns ganz am Ende ja auch nochmal kurz.